Hallo und willkommen zur Premiere. Ich hatte es ja gesagt, also ganz am Anfang sei gesagt, bitte schreibt keine Kürzel in die Kommentare, weil ich ja jetzt schon besuche. Also die Besucher sind alle die Leute, die es unter dem Beitrag geschrieben haben im Community-Tab. Von daher, Leute, bitte jetzt keine Kürzel hier. Ihr könnt mir gerne Fragen stellen jetzt hier, dafür ist die Premiere ja da. Und deswegen, Leute, hier im Chat bitte keine Kürzel, sondern nur Fragen oder Anregungen oder sonstiges. So, PULJU8QPC. Das ist nämlich jemand, der schon sehr oft unter meine Videos kommentiert hat. Wir haben übrigens auch gleich noch einen Angriff. Nämlich der Marcel Davis von 1&1. Wer kennt ihn nicht? Ja, herzlich willkommen. Ich bin Marcel Davis von 1&1. Der gute Schwanzverbot, oft schon kommentiert unter meinen Videos und jetzt dachte ich mir, jetzt besuche ich ihn einfach mal. Sein Dorf ist jetzt leider ein bisschen zerstört. Ich habe noch überlegt, in dieser Folge werde ich die Dörfer jetzt nicht unbedingt bewerten nach so Zahl 1 bis 10. Ich fand das irgendwie ein bisschen, ja, keine Ahnung. Das ist immer blöd, wenn man so manchen Leuten dann so eine 1 oder eine 2 geben muss, deswegen gucken wir da einfach mal drauf, wie das Dörfskin denn so im Allgemeinen ist. Also ich würde sagen Max, ne? Max Rados 8. Fehlt ja gar nicht mehr viel. Wir gucken mal eben auf sein Profil drauf. Im Endeffekt, ich habe jetzt keine Ahnung, was genau man jetzt hier noch verbessern kann. Ich glaube, der Golem geht noch auf 2, oder? Ich bin mir nicht sicher. Ansonsten sieht die schon sehr solide aus, die Base. Allerdings haben sich hier die Magier verkrümelt. Die sind einfach mal weg bei Marcel Davis. Was ist los, Marcel Davis, mit deinen Magiern auf den Türmen? Die sind weg. Die sind einfach nicht vorhanden. Die sind einfach nicht vorhanden. Aber ansonsten, wie gesagt, eine sehr gute Base, sieht man ja schon. Mauern fehlen noch nicht ganz maxed, aber ich meine, die paar Mauern, die da noch fehlen, die wirst du wahrscheinlich relativ zeitig noch machen. Und das war schon mal Nummer 1, unser Marcel Davis, a.k.a. Schwanzverbot, aus den Kommentaren. Wir gucken mal ganz kurz noch hier drauf. Dann scrolle ich mal ein bisschen weiter runter. Ich hatte ja gesagt, wir werden mal ein bisschen besuchen und nehmen auch mal ein paar von weiter unten. Also ich scrolle mal so ein bisschen durch und dann werde ich wieder ein paar Leute besuchen und scrollen wir wieder mal ein bisschen und gucken mal. Ja, auf die Clan, auf Community, auf Spieler suchen. So, YUC2J2B20. Hoffentlich ist das auch korrekt. The Legend of Muri, Winterburg. Winterburg. Ein sehr schönes Rathaus. 7 Base, das sieht man doch schon mal auf den ersten Blick. Ah, perfekte Position der Magiertürme. Ansonsten, die Luftabwehr ist mittig, das ist auch gut. Das Dunkle ist geschützt, das ist natürlich als 7er auch immer wichtig. Außen natürlich, man darf auch die Deko nicht vernachlässigen. Hat er oder sie, ich weiß nicht genau, ob du jetzt er oder sie bist, ist aber auch im Endeffekt jetzt erstmal egal für diesen Besuch. Hat er außen so ein bisschen Deko hingesetzt, sieht auch ganz gut aus. Also wer noch eine gute Rathaus 7 Base sucht, das ist natürlich auch immer der Vorteil von solchen Besuchen, der kann hier zuschlagen. Der kann hier zuschlagen. Auf jeden Fall eine richtig gute Base, muss man sagen. Hier hätte ich zum Beispiel eine 10 gegeben, weil die wirklich schon, die Mauern sind maxed. Es ist super positioniert, also da ist im Endeffekt alles tutti frutti, alles perfektamente. Und das war The Legend of Muri. Wir gucken jetzt gleich mal direkt weiter. Wir gehen mal eben in den Chat. Warum machen alle die Queen zuerst Level 10 als den König? Das liegt daran, dass die Queen sehr stark ist. Allerdings haben sie das irgendwann mal gemacht, dass sie den König auch wieder ein bisschen stärker gemacht haben. Also mittlerweile, vor allem jetzt bei mir, Max König, der geht richtig steil. Der geht richtig ab, also der 60er König. So, jetzt müssen wir einfach Kaffee trinken und gleichzeitig noch einmal eingeben. Community, also wir müssen das mal wieder ein bisschen runterscrollen. So. Wo nehmen wir denn mal einen raus? Moment, hier. Er schreibt dabei, er wäre fast Max Rathaus 10. Da bin ich ja mal gespannt. C8VLU800. King Julian. Oh, ich wollte den Clan gar nicht betrachten, aber jetzt haben wir ihn auch schon mal. Ein Level 12 war das, ne? Level 12 Clan, also alles klar, alles klar. Der sieht auch schon mal solide aus, der Clan. MS Fighters heißt er und der Junge, oder der, die Base ist von King Julian und wir gucken mal drauf. Ja, man macht das natürlich immer gerne, dass man jetzt so den Bombenturm relativ nah dran setzt an die Lager wegen des Flächenschadens. Ich würde vielleicht sogar einen Magierturm da hinsetzen, wo die Queen ist, weil du dann hier die beiden Lager noch im,
im Blick hast damit. Weil die Queen alleine, das ist natürlich schwierig, gegen manche Truppen wird sie nicht so gut verteidigen und dann hast du die Lager und das Rathaus nicht. Außerdem, finde ich, stehen die Lager und das Rathaus ein bisschen nah beieinander zusammen. Also könntest du vielleicht noch tauschen mit der Bauhütte jeweils, dass du noch ein bisschen Platz dazwischen hast. Ansonsten, die sind gut positioniert, oder wo sind sie denn? Wo ist der Rest denn? Wo ist der Rest von dem Schützenfest? Wo ist der Rest von den Minenwerfern? Wir gucken mal drauf. 1, 2, 3, 4, das sieht schon mal gut aus. Die Bogentürme sind auch alle außen, aber nicht ganz außen, das ist auch wichtig. Sie sollen ja schön außen die Reichweite drücken, aber sollen nicht ganz außen sein natürlich. Immer noch schön von der Mauer geschützt, bei den Kanonen ist das schon mal ganz gut. Die müssen nicht unbedingt hinter einer Mauer stehen, das ist super. Ansonsten, was würde ich noch verbessern? Hier, im Endeffekt wäre das hier auch eine sehr gute Position für den Magierturm. Schön zwischen den beiden Lagern. Allerdings, ja, wobei in diesem Fall ist es super. Ist es eigentlich gut, wie es ist, denn du hast hier die beiden Lager geschützt und hier auch. Das ist okay. Das kann ich dir auf jeden Fall so lassen. Die Luftfeger stehen auch nicht beisammen, das ist auch immer gut. Einer da und der andere dort. Ist auch okay. Luftabwehr ist schön verteilt. Im Endeffekt auch eine sehr schöne Base, muss man sagen. Lieber King Julian. So, was ist das für ein Clan? Münsteraner Friendship Clan. Ah, ich war auch schon in Münster. Sehr schöne Stadt. Sehr schöne Stadt. Ah, okay. Irgendein K. Konrads hat einfach, glaube ich, 1 Trillion Kommentare. K. Ron, Alter. Du hast dich nur einen Kommentar hinterlassen. Du hast mir direkt 100. 100. Oh, jetzt bin ich mal gespannt. Er schreibt, Rathaus 10, bisschen gerusht. Ich bin mal gespannt, ob das wirklich bisschen gerusht ist oder sehr gerusht. Es ist auch immer lustig, Geldahnung. Oh, nicht melden. Melden wollen wir natürlich nicht. Melden wollen wir natürlich nicht. Hier. Ja, es geht. Es geht. Ein bisschen wie die Base gerade, finde ich. Ich weiß nicht, nee, ist das gleiche Design? Ist ähnliches Design. Ja, hier oben ist natürlich ein bisschen umgebaut. Luftabwehr. Die ist, finde ich, weit weg und auch weit außen. Dunkle natürlich perfekt in der Mitte, muss ich mir sagen. Inferno-Türme stehen auch gut. Feger auch okay. Rathausposition ist auch gut. Turm ist auch okay auf den Seiten. Ja, das ist auch okay. Da vorne auch. Ja, hier natürlich, ne? Das ist immer so ein Knackpunkt. 2 Lager direkt nebeneinander. Im Endeffekt ja hier 1, 2, 3, 4, 5 Lager direkt nebeneinander. Das ist immer ein bisschen tricky. Dann würde ich mir mal überlegen, ob ich da vielleicht nicht noch irgendwas umbaue. Ja, Helden ein bisschen weit außen. Ich würde dir raten, wenn du echt noch eine gute Base suchst, du hast ja gerade die gesehen von King Julian, also da du ja auch 10er bist, das würde sich echt anbieten, die Base sah sehr stabil aus und vielleicht natürlich die Bauhütte dort in die Ecke und ja, das soweit dazu, aber im Endeffekt, du bist nicht viel gerusht, also das ist jetzt nicht der Rede wert, deswegen da mach dir da auf jeden Fall keine Sorgen, das ist alles auf jeden Fall noch okay, die Base sieht ja schon mal sehr solide aus, also da bist du auf jeden Fall definitiv auf der sicheren Seite und jetzt kommt ein neuer Besuch und er trägt den Namen Ypsilon, YJ22OQY. Ist euch eigentlich mal aufgefallen, dass die meisten Kürzel immer mit Y sind? Also entweder mit einem Y am Anfang oder sehr, sehr vielen Ys irgendwo in der Mitte. Ist mir mal so aufgefallen. So. Erst einmal jetzt einen Schluck Kaffee. Ja. Wir gucken erstmal auf den Clan, der interessiert mich nämlich. Götterdämmerung. Wir tragen unseren Ruhm und unsere Ehre in uns. Bezwingen könnt ihr uns nicht, denn sollten wir auch verlieren, erlangen wir an Stärke. Werdet ein Teil unserer aufstrebenden Familie, Aktivität und ein respektvoller Umgang untereinander erwünscht. Na, endlich mal ein Clan, der das mal in fehlerfreiem Deutsch hier auf die Tafel gebracht hat. Das ist doch schon mal gut. Ich sehe so viele Clans mit einfach mal 8000 Rechtschreibfehlern in der Beschreibung. Das ist, wo ich mir dann denke, dann Leute, dann kontrolliert es doch nochmal. Ihr könnt es doch immer wieder löschen und nur hinschreiben. Ja, Clanburg hat hier ein bisschen mal, das ist natürlich das Problem, ist jetzt hier in dieser Base, dass du jetzt hier so viel aufeinander hocken hast, ne? Also wenn ich jetzt Angreifer wäre und würde dich angreifen, dann würde ich hier erstmal ein Erdbeben draufdreschen, gefolgt von 2, 3 Blitzen, dann habe ich hier unten schon mal alles weg. Dann habe ich 2 Kanonen weg, dann habe ich 2 Minenwerfer weg, dann habe ich eine Kanone weg, noch eine Kanone weg, das ist halt das Problem. Die Clanburg ist ein bisschen weiter außen, von daher würde ich dir doch die Base von, ich,
Ich liebe diesen Namen Schwanzverbot ans Herz legen. Oh, wie kommt man auf so einen Namen? Marcel Davis, wie kommst du denn auf diesen Namen? Auf jeden Fall, die Base von Schwanzverbot sah es schon mal sehr solide aus. Denn du bist ja nicht gerusht eigentlich, ne? Du baust sie ja nach und nach auf, die Base. Das ist ja alles okay. Die Mauern hast du ja auch schon angefangen auf Level 8 zu machen. Das ist ja alles okay. Von daher würde ich eher ein bisschen umbauen, weil du hast hier echt viel auf einem Fleck. Und du siehst es ja auch bei den Lagern. 1, 2, 3, 4, 5, 6, die sind alle gedrängt auf einem Platz. Also auf einem ganz kurzen oder auf einem ganz engen Platz. Hier ist das Einzige, wo man ein bisschen Abstand ist. Die Base ist sehr, 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 sehr gepresst. Und das ist im Endeffekt ist das eigentlich nicht gut. Vor allem, weil du ja jetzt als Achter auch oftmals, du hast es ja selber ausgebildet, oftmals auch mit den Lufttruppen angegriffen wirst. Hallo. Wir schreiben mal eben ganz kurz in den Chat rein. Ich brauche Verstärkung, sagt einer. Er braucht Verstärkung. Ihm soll geholfen werden. Perfekt. So, da noch einen. Lohnt. Zwei Stück. Wir bauen mal eben noch welche nach. 1, 2, 3, 4, 5. Wir bauen ruhig ein paar mehr noch. Wir bauen viel mehr noch. Und noch ein Erdbeben. So. Und gucken mal, dass wir mal den nächsten Besuch bekommen. Hallo. Und scrollen mal noch ein bisschen. Oh, jetzt habe ich mich gerade verklickt und bin komplett falsch gelandet, wo ich eigentlich gar nicht hin wollte. Aber jetzt. So, es waren 906 Kommentare. Das war schon ziemlich viel. Jetzt muss ich aber echt mal wieder, dadurch, dass ich jetzt gerade wieder neu geladen habe, muss ich mal wieder ein bisschen weiter runter scrollen. Vielleicht schreibt ja noch jemand was in den Chat. Vielleicht haben wir noch einen Angriff in der Zeit. Wir gucken einfach mal drauf. 93 zu 101. Ich bin mir nicht genau sicher, ob wir das noch schaffen werden. Ich hoffe es natürlich. Ich habe auch nur leider 5 Sterne geholt. Ich hatte bei dem einen Angriff mein Team. Es war beim ersten Angriff ein bisschen knapp. 97%. Da habe ich mich auch ein bisschen geärgert. Das war natürlich nicht ganz, nicht so richtig ganz geärgert. Es war halt knapp. Es war knapp. Am Ende fehlten, glaube ich, 2 Gebäude. War ein bisschen blöd. Und jetzt gucken wir mal, dass wir noch jemanden besuchen. Ich muss wieder so weit runter scrollen, weil ich die Seite zugemacht habe. Aber jetzt sind wir wieder da. So. Aha. Nein, ich wollte ja noch gucken, was für Angriffe wir noch übrig haben. Pizza hat noch einen offen. Okay, das sieht gar nicht mal so schlecht aus. Überlegt euch mal. Die 4, die 5, die 6, die 7, die 8, die 9. Das sind alles noch Leute, die noch Sterne holen können. Das feindliche Team hat oben gar nicht mehr so viele Angriffe. Aber das ist im Endeffekt, wenn die Leute ihre Angriffe machen, dann können wir diesen Krieg locker gewinnen. Das ist natürlich das, was ich will, weil ich hier den Loot brauche. Im anderen Account brauche ich ihn nicht. So. Er schreibt, schön, dass du es häufiger machst mit den Besuchen, so hat man mehr Chancen, ranzukommen. Und bei dir hat das ja jetzt auf jeden Fall auch geklappt. So, Y und Y, V2, GL. Ich muss ehrlich sagen, zwischendurch habe ich mir immer so gedacht, Besuche sind so langweilig. Aber jetzt, wo ich das mal wieder ein bisschen öfters gemacht habe, finde ich das eigentlich ganz interessant. Weil zum einen siehst du unterschiedliche Bases, vielleicht finde ich auch eine für mich. Vielleicht haben wir zwischendurch auch noch einen 12er dabei, wo ich selber noch, ich suche noch eine gescheite Base. Für mich als 12er, ich suche noch eine Base im Endeffekt für meinen 11er, für meinen gerushten Fredo Nord Account. Alles so Sachen, wo man sich das mal abgucken kann. Und ja, man hat halt ein bisschen weiter so Verbindung mit der Community, was ja auch immer ganz cool ist. Und ja, man freut halt auch die Leute. Also hat man im Endeffekt eine Win-Win-Win-Win-Win-Situation. Leider ist das Dörfchen jetzt hier ein bisschen zerstört, lieber Robin, aber ist egal. Wir gucken erstmal auf den Clan wieder. Level 7. Willkommen im Phoenix-Clan. Wer Spaß an Clan spielen und kriegen groß, bitte, ist bei uns richtig, denn die sind Pflicht. Wir sind eine aktive Bande. Standardfragen werden abgelehnt. Unser Partner-Clan findet ihr unter okay, Game On. Alles klar. So. Ja, im Endeffekt sieht die Base auf den ersten Blick, dass das Base-Layout sieht schon mal ganz gut aus. Ich vermute natürlich, hier hast du eine Sprungfalle dazwischen, oder? Hier ist der Platz, also da wird wahrscheinlich eine sein. Ansonsten ist die Base auch schon etwas weiter. Du hast schon aber unbedingt immer. Ich weiß, das Elixier läuft manchmal über, deswegen hast du schon die 10er-Mauern gemacht. Aber bitte versuch noch, diese Mauer nachzuziehen. Zumindest auf Level 8 erstmal, weil es sieht sonst nicht aus, ne? Du siehst es ja selber, du hast dann die Level 10-Mauern. Die meisten sind bei dir noch Level 8 und dann hast du aber hier noch die Level 7 Mauern und das sieht halt nicht aus. Ich kenne es von meinem Fredonaut-Account. Da habe ich auch alles Mögliche an Mauern. Das sieht natürlich auch aus wie Kraut und Rüben. Da sieht es natürlich nochmal viel schlimmer aus als hier. Aber nur damit du Bescheid weißt. Ey, wir müssen auch unbedingt nochmal Matthias dazu bringen, dass er ein paar Besuchsfolgen macht. Ich weiß, er hasst das wie die Pest. Ich weiß es. Und genau deswegen müssen wir das irgendwie hinkriegen, dass er das macht. Vielleicht sogar als Stream. Das wäre geil.
Das wäre richtig geil. Ich würde auch dazu kommen und würde ihn ein bisschen unterstützen dabei, aber das wäre geil. Ich muss vielleicht mir irgendwie ein Format überlegen, wo ich was gegen Matthias mache, wo er auf jeden Fall verliert. Und als Strafe muss er dann, er hat ja gesagt, er kann, glaube ich, Donnerstag streamen. Macht er dann Donnerstag den Besuchsstream, 2 Stunden oder so, oder mindestens. Das wäre geil. Das wäre geil. Auf jeden Fall, solide Base, Robin. Ich werde jetzt mich ein bisschen kürzer fassen hier und werde mal weiterspringen. Oh, hier, hier, was Interessantes. Also. Ja. Ja. Klein. Ready. Spieler suchen. So. Also. Y. P. C. Y. V. 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 QU9. Aber wenn wir jetzt ja gerade schon mal hier zusammensitzen, bezüglich des Minecraft-Projekts werde ich mich heute Abend wahrscheinlich mal dran setzen und die Server mieten. Also ich werde jetzt, während wir diese Base sehen, eine sehr schöne Rathaus 7 Base. Er schreibt dabei, er ist vor etwa einer Woche Rathaus 7 geworden und das sieht man auch und das ist auch gut so und das ist okay so. Und die Base sieht auch schon mal ganz gut aus. Also, ich werde heute Abend wahrscheinlich die Server mieten und dann wird es einen Server geben mit der Java-Version und einen Server geben mit der Windows 10 Version. Also die Windows 10 Version beinhaltet ja auch noch Xbox, ja gut, diese ganzen Xbox-Versionen halt, ne? Xbox, Xbox One, Xbox One S, Xbox One X und so weiter und so fort. Smartphone, Tablet und Switch ist auch noch direkt dabei, also alle Geräte, die ihr da gerade gehört habt, können dann auf den Server drauf. Und die andere, die andere Version ist halt die Java-Version und dann wird halt gebaut. Und das Projekt heißt ja Tag und Nacht. Bedeutet, auf dem einen Server ist es immer Tag und auf dem anderen Server ist es immer Nacht. Was wir dann aber genau bauen werden, das weiß ich noch gar nicht. Ich hatte erst wirklich überlegt, wir machen ein normales Dorf und Nachtdorf. Allerdings weiß ich nicht, ob es immer so gut ist, wenn man halt wirklich nur immer Clash of Clans Sachen baut. Von daher werde ich mal überlegen, vielleicht machen wir auch einfach gar keine Begrenzung mehr. Dass wir einfach sagen, wir bauen alles, worauf wir Lust haben. Warum auch nicht? Also, solange es halt aus dem Spiel ist. Solange es halt aus einem Spiel ist. Das wäre geil. Jo, jetzt rein mal ein bisschen runter. Lade mal weitere Kommentare. Und gucke mal, wen wir denn hier noch so haben. Oh, hier haben wir noch einen. Also, er heißt Halil Sakar. Oh, hoffentlich habe ich dich jetzt richtig ausgesprochen. Und er schreibt, alle Wege führen zum Dorf. 8, 2, V, V. Immer Y, immer ist immer mindestens ein oder zwei Y sind in den kleinen Spielerkürzeln drin. Das ist einfach so. Over the top. Geiler Film übrigens mit Sylvester Stallone, solltet ihr euch mal angucken. Erst einmal. Ich glaube, du bist frisch Rathaus 9, denn wir sehen, dass die Sachen alle schon Rathaus 8 Max-Niveau sind. Genauso wie die Mauern fast. Also sieht das so aus, als wärst du frisch Rathaus 9. Das ist aber gut so. Ja, Queen ist auf 2 und König ist auf 10. Definitiv. Definitiv bist du frischer Neuner, also willkommen. Du bist mir ein bisschen voraus. Ich bin ja mit dem Fred-Account noch nicht so weit. Ja, hier wird vier Lager beisammen. Muss halt gucken. Ja, plus das noch, ne? Natürlich, dass du das ein bisschen umbaust, vielleicht. Vielleicht könntest du den Magierturm dahin stellen, wo jetzt der X-Bogen ist. Und auf der anderen Seite auch. Und dann ein Lager tauschen mit der Luftabwehr. Dann hättest du da ein Lager und da ein Lager und in der Mitte den Magierturm und auf der anderen Seite das gleiche. Dann hättest du hier ein Lager und da ein Lager und da dann den Magierturm und dann hättest du zwar zwei X-Bögen relativ mittig, das ist ja allerdings gar nicht mal so schlimm, weil ist ja dann egal, ne? Dann hast du ja, die X-Bögen haben ja eine gute Reichweite, du siehst das ja, die haben ja eine mega Reichweite, von daher ist das okay, auch wenn sie sich dann ein bisschen überlappen würden, ist das ja nicht so schlimm. Aber insgesamt ist das Layout auf jeden Fall schon mal ganz gut, das kann ich dir sagen. Allerdings auch hier, die Türme stehen da außen, aber ich glaube, es wäre wirklich besser, du bringst sie in die Nähe von einem Lager. Also das Layout ist gut und ich würde jetzt auch nicht unbedingt hier was wechseln. Weißt du, was ich meine? Ich würde jetzt nicht unbedingt hier das Layout wechseln, du musst halt einfach nur 1, 2, 3 Sachen tauschen, dann ist das ja gut, dann ist das ja gut. So, wir gucken mal weiter. Oh, der Name gefällt mir, passt mal auf. Passt mal auf, was jetzt für ein Name kommt, Leute. Passt mal auf, was jetzt für ein Name kommt. Spieler suchen. Also. Wo habe ich die denn? Ich weiß nicht, ob das ein... Ich glaube schon, dass das eine Frau oder ein Mädchen ist. Wir werden sehen. So. QRR. 922OP. Hoffentlich... Speckmieze. Speckmieze ist doch hundertprozentig eine Frau. Das ist doch hundertprozentig eine Frau. Ich gucke es mir mal an auf dem Profil. Videos. Aber sie hat keinen... Er oder sie. Keine Ahnung.
Ah, keine Ahnung. Auf jeden Fall ist es eine Rathaus-11-Base. Es ist unser erster Rathaus-11-Base heute. Sieht auf den ersten Blick eigentlich schon mal ganz cool aus, das Design. Es ist jetzt natürlich eher so ein, also so ein optisches Ding. Level 18 Clan, cool. Ein bisschen weit außen, das, die Clanburg. Und ansonsten natürlich nachziehen. Vor allem Mauer nachziehen. Mauer nachziehen, Mauer nachziehen, Mauer nachziehen. Ich weiß, du hast hier schon angefangen in der Mitte mit den 11er und 12er Mauern. Mach das nicht. Oder beziehungsweise, wenn du das machst, mach einen Kranz, nur den ersten, mach nur hier in der Mitte dieses Viereck, mach das als 12er Mauern. Ich weiß nicht, ob du das vorhast, oder wahrscheinlich ist das auch extra, dass du hier die Außen schon als 12er gemacht hast. Das ist ja okay, das kannst du ja so lassen, aber dann unbedingt anfangen, kannst ja hier außen anfangen, mach schon mal hier eine 10er Mauer und da eine 10er Mauer und hier eine 10er Mauer, alles schon mal langsam anfangen nachzuziehen. Ich habe das ja früher genauso gemacht und ja. Insgesamt sieht die Base auf jeden Fall schon mal ganz cool aus, weil sie halt einfach optisch was hermacht. Ne? Das ist halt das. Sie ist jetzt wahrscheinlich nicht so ganz so funktional, aber ich meine, du bist in Kristall 3. Was soll schon passieren? Also, von daher eine gute Base. So, ich gucke mal weiter. Vielleicht mal jemand, der ein bisschen was Längeres geschrieben hat. Hier ist doch was. Ja, Info, nein, wo ist der Clan? Da. Ach, den Spielerclan habe ich noch gar nicht angeguckt. Du bist ein Warrior, der ohne Furcht, aber dafür mit Stolz und Ehre in den Kampf zieht. Wenn ja, dann bist du ein True Warrior. Und bei uns genau richtig. Wir erwarten Aktivität, Spenden und Hilfsbereitschaft. 2 Angriffe im CW und mindestens 500 CS-Punkte. So. 8 JPP JP Was? JPL VP. Es sind wenige Ps in deinem Kürzel drin. Avenue TV heißt derjenige. Rathaus 9, wie ich das sehe. Das Rathaus ist zerstört, aber es ist Rathaus 9. Leider ein bisschen zerstört, ist aber jetzt egal. Das Design, mal gucken. Er sieht so ein bisschen willkürlich aus auf den ersten Blick, finde ich, das Design. Ich bin mal gespannt, was sich da noch so hinter verbirgt. Rathaus müssen... Ich habe keine Ahnung, irgendwie finde ich dieses Design ein bisschen willkürlich. Weil hier hast du jetzt wieder so zwei Sachen eingemauert. Hier ist wieder eine Sache eingemauert, hier ist auch wieder eine Sache eingemauert. Ich kann mich irgendwie mit diesem Design nicht so ganz anfreunden, muss ich dir ehrlich gesagt gestehen. Erstmal trinke ich jetzt mal einen Schluck Kaffee noch, bevor er wieder kalt wird. Moment. Vorgesorgt, ich habe ihn nämlich gerade leer getrunken. Super, also. Wo ist der König denn? Ah, da außen. Da außen ist er. Ja, ich weiß es nicht. Du bist ja schon eigentlich recht weit. Die Mauern sehen gut aus. Nur irgendwie das Design, ich weiß ja nicht, vielleicht ist es ja auch... funktional gut für dich, meine, die Magiertürme sind schon mal 1A, aber hier wird wahrscheinlich auch noch irgendwo einer sein. Nee, da? Wo sind die anderen Magiertürme denn? Da ist noch einer. Goldmine, Bogiturm, ist halt ein bisschen schwierig jetzt, weil es auch zerstört ist. Magierturm, Elixierlager und... Ja, schwierig zu bewerten auf jeden Fall, schwierig zu bewerten, aber du bist natürlich von der Base schon einigermaßen weit. Also es ist, wie gesagt, auf keinen Fall gerusht oder so. Deswegen, schreib mal, kannst ja, wenn du das hier siehst, schreib es ja mal gerne in den Chat rein. Es könnte eskalieren, aber trotzdem, schreib mal trotzdem, welche Erfahrungen du gemacht hast mit deiner Base. So, und jetzt kommt der echte Noel dran, der auch sehr, sehr ausführlich geschrieben hat. Das finde ich immer gut, wenn man sich da ein bisschen Mühe gibt und das ein bisschen ausführlicher schreibt. So, 8V9C, 2L... QV2. Ich lese auch gleich noch vor, was er schreibt. Master Guardian vom Clan Black. Rup. Ah, nicht zerstört. Das sieht doch schon mal sehr gut aus. Auf den ersten Blick. Die Mauern sind doch schon mal sehr weit. Hier noch fehlen noch ein paar, aber das wirst du wahrscheinlich noch nachziehen. Perfekt. Ah, die Base sieht gut aus. Die Base sieht schon mal sehr gut aus. Ja, die hat er in der Reichweite. Hier nicht ganz in der Reichweite, kannst du sogar noch, ich würde das sogar echt noch ein bisschen nach vorne ziehen, bis zur Kante, glaube ich, damit du das hier noch ein bisschen weiter in der Reichweite drin hast. Wo sind die Minenwerfer? 1, 2, 3, 4 in einem Rechteck angeordnet. Was haben wir noch im Chat? Herr freut sich auf die Dorfbesuche, die mache ich gerade, Mami. So, die mache ich gerade. Also, ansonsten finde ich die Base schon echt gut. Muss ich sagen. Hier könntest du vielleicht auch noch einen Magierturm hinstellen. Hättest du den in der Mitte von den Lagern. Aber ansonsten eine sehr gute Base. Und werden wir mal eben noch
vorlesen, was er schreibt. Also, mein Name ist Master Guardian, der Clan ist Black, Rathaus, solides Rathaus 9. Schaue eure Videos sehr aktiv und bewundere euch. Marvel, dass er trotz der wenigeren Klicks super durchzieht und Videos aufnimmt und Fred, weil er sich sehr an der Community orientiert und auch viel mit ihr macht. So. Es heißt nicht, dass ich nicht beide mega toll finde. Wäre schön, wenn ihr mich besuchen könntet. Das haben wir ja jetzt getan. Dankeschön, Noel, für deinen Beitrag. Und wir gucken mal weiter. So. Community-Spieler suchen. Spielerkürzel. G8, C, G9, RG. Ich hoffe mal, es ist ein O. Ansonsten ist es wohl eine 0. Okay, es passt. Clan-Fangamer, Name Marco Jakob. Wir gucken mal eben ganz kurz auf das Profil drauf. Ich gucke gar nicht oft auf die Profile, irgendwie ist mir aufgefallen, ne? Das bleibt immer so ein bisschen. Wenig CW-Sterne. Ich werde mir jetzt vornehmen, mal öfters auf die CW-Sterne zu gucken. Und aufs Profil. Ja, eine sehr solide Rathaus 9 Base. Was mir als erstes auffällt, ist, dass seine Clanburg sehr weit außen ist. Das solltest du unbedingt ändern. Also, die hat wieder hier 1, 2, 3, 4. Nicht immer so nah beisammen. Und hier, das steht außen. Also, da würde ich auf jeden Fall einige Sachen ändern. Von der Positionierung. Das Dorf ist ja ansonsten schon mal sehr, sehr solide. Lieber Marco Jakob. Wir gucken mal auf den Clan. Clans. Spielerclan. Take it easy, take it easy. Ja, und der Fun-Gamer-Clan. Ja, ich würde echt gucken, dass du... Die Magiertürme sind auch wieder so weit weg von den Lagern, ne? Und der... Lol. Warum steht er da außen? Und warum ist die Queen außen? Wo ist der König? Der König ist mittig, die Queen nicht. Ich würde echt gucken, dass du... Ich würde ein paar Sachen umbauen. Ich glaube nicht, dass du das Layout ändern musst, aber wie gesagt, das ist halt sehr weit außen. Genauso wie der Turm, genauso wie die Queen. Das ist immer ein bisschen tricky bei der Sache. So. Wir gucken mal weiter, was wir noch so haben. Ich scrolle einfach mal ein bisschen durch. Ich scrolle mal ein bisschen. Oh, hier haben wir noch einen. Ersten FC Kaiserslautern, wenn, oh du Armer. Das ist bestimmt aktuell keine leichte Situation für dich. Jo. Kürzel. YQL8CJ. Zack, zack, zack. Zack, 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 zack. Und dann haben wir alles hingeschrieben. Dr. Zweistein von die Schlaflosen. 47 CW-Sterne erst einmal ein bisschen weiter noch ausbauen. Kampagne ist er schon dabei. Ich würde sagen, ausgehend von deinem Profil bist du eher noch frischer Rathaus 8er, aber da lasse ich mich natürlich gern überraschen. Ja, ist okay. Ist okay. Ein bisschen weiter als ich. Oh, auch wieder hier gefährlich. Sehr gefährlich. Das kannst du nicht so lassen. Weil da komme ich mit meinem Erdbeben und dann ist alles weg. Also da hau ich ein Erdbeben in die Mitte, hau noch drei Blitze drauf und dann ist das allermeiste von den Sachen, die du da in der Mitte drin hast, die sind weg. Die sind aber sowas von weg und hier hast du eine Lücke. Ich weiß nicht, ob die gewollt ist, aber hier unten ist eine Lücke. Da ist eine Lücke. Ich weiß nicht, ob die gewollt ist, aber das Design ist ja gut. Das Base-Design ist ja gut. Nur wie gesagt, du musst unbedingt gucken. Und ich würde auch hier oben echt noch ein bisschen mehr Platz lassen. Du musst nicht alles auf einen Fleck machen, weil wenn einer dir da oben was zerstört, das ist doch egal. Also wenn dir einer da eine dunkle Zauberspruchfabrik oder eine Kaserne kaputt macht, das kann dir ja dann egal sein. Aber hier in der Mitte, das ist perfekt für mich. Wenn ich dich als Achter angreife, das ist für mich einfach ist das perfekt. Ich würde mich freuen. Wir gucken mal eben ganz kurz auf den Chat. Wo habe ich denn geschrieben? Hallo? Lol, Fred, unten rein. Da stand unten rein und die Magier. So. Ja, ist halt die Sache, ne? Also die Base ist gut vom Design, aber ich würde echt gucken, dass du ein bisschen was umbaust, weil da in der Mitte, dann ist echt Party. Dann hast du echt Ultra-Party am Start. Also, dann geht's richtig ab. Pass mal auf. Jetzt kommt was ganz Geiles. Mein Dorf wurde mir vor 3 Jahren weggenommen und Supercell nannte als Begründung, sie haben eine zu schlechte Abwehr. Ich würde gern mal wieder zocken, aber seitdem Supercell das gemacht hat, hasse ich den Konzern ganz einfach. Das ist unmöglich. Das ist unmöglich. Das kann nicht sein. Das ist ein Ding der Unmöglichkeit. Das kann nicht, das ist, ich weiß, dass das nicht sein kann. Ich find's lustig. Aber das ist unmöglich. Vielleicht baue ich hier sogar was ein.
Ich glaube, ich baue hier so ein Screen ein, wo ich dann reinschreibe, ihr Dorf wurde wegen zu schlechter Abwehr gelöscht. Also das ist jetzt natürlich nichts gegen dich. Also ich will dich damit nicht ärgern oder so. Aber ja, das ist schon. Also das kann natürlich nicht sein. Das kann nicht sein. Supercell wird niemals ein Dorf löschen mit der Begründung, du hättest eine zu schlechte Abwehr. Sie löschen Dörfer, wenn du cheatest oder sowas. Das ist dann natürlich auch gerechtfertigt. Oh, jetzt haben wir noch einen gerushten. 9. Schreibt mal gerne in die Kommentare, was ihr davon haltet. Also ich weiß natürlich, dass das nicht stimmt, aber ich find's irgendwie auch lustig. Ich find's irgendwie auch lustig. Nail 8. So. Increase vom 4 gewonnene Angriffe nur. 92 CV-Schaden und kein Clan. Wenn ihr einen Clan habt für Increase, könnt ihr es gerne mal in die Kommentare schreiben. Er schlagt ein bisschen gerusht. Ein bisschen viel. Allerdings nur die Mauern. Ja, wobei. Also ein typischer Fall von Mauern gerusht. Also im Endeffekt hast du ja die Gebäude alle gut. Die Mauern sind ein bisschen gerusht. Na gut, X-Bögen sind auf 1, aber kannst ja noch machen. Ja, mach die Mauern. Das sieht sehr gut aus, das Dorf, finde ich. Ist vom Design her, sieht das sehr schön aus. Mach die Mauern hoch, dann hast du doch im Endeffekt alles. Wenn du die Mauern hoch machst, dann hast du alles. Dann hast du alles fertig. Dann ist das eine gute Base. Wenn du die Mauern fertig machst, dann hast du alles gewonnen, mein Freund. Dann hast du alles gewonnen. Mein Dorf wurde mir weggenommen. Sie haben eine zu schlechte Abwehr. Ah, ich liebe dich, Hygro. Für diesen Kommentar. Würde ich jetzt sagen, ich küsse deine Augen. Mit diesem Kommentar. Ja, wir sind am Ende von den XXL-Dorfbesuchen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich werde das natürlich immer mal wieder machen. Also Leute, wenn ihr jetzt nicht drangekommen seid, werft die Flinte nicht ins Korn. Es wird immer mal wieder die Chance geben für euch, dass ihr drankommt. Also keine Sorge, ich werde das jetzt wirklich öfters machen. Und wir können das ja wirklich mal auch so machen, dass wir Matthias mal so eine kleine Falle stellen in einer Art Battle, dass er dann wirklich mal so 2 Stunden Stream-Dorfbesuche machen muss. Ich wäre dann auch dabei und würde ihn tatkräftig unterstützen. Und Matthias kommt auch am 3. Februar zu mir, dann werden wir auf jeden Fall auch mal aufnehmen. Ob wir dann streamen, weiß ich nicht, weil das ist ja dann der Super Bowl-Tag. Aber wir werden sehen. Also, ich sage Dankeschön fürs Zuschauen. Hoffe, es ist nicht allzu sehr eskaliert in den Kommentaren. Und Dankeschön auf jeden Fall an die Mods, die immer so fleißig aufräumen. Das sei an dieser Stelle auch mal erwähnt. Und dann bis zum nächsten Mal. Ich weiß nicht, ob heute noch eine Folge kommt. Auf jeden Fall kommen morgen wieder 2. Also macht es gut. Einen schönen Sonntag noch. Lasst es krachen. Tschüss.